Ein namenloser, etwa 20 Meter großer Asteroid aus dem Weltraum tauchte 2013 plötzlich am Himmel über dem Ural auf und zerbarst knapp über der Erdoberfläche. Zwar schlugen nur kleinere Brocken auf der Oberfläche auf, doch die mächtige Schockwelle der Detonation richtete erheblichen Schaden an. 6 umliegende Städte wurden von der Druckwelle erschüttert, Fenstergläser gingen zu Bruch und rund 1500 Menschen mussten medizinisch versorgt werden. Noch größere Asteroiden schaffen es zur Gänze bis zum Boden und treffen die Erde mit voller Wucht, mit einer typischen Relativgeschwindigkeit von bis zu 20 Kilometern pro Sekunde. Vorläufig geht es vor allem darum, die vermutete Flut dieser sogenannten Near-Earth-Objects erst einmal zu entdecken. Denn man kann einen Asteroiden nicht nachverfolgen, seine Bahn kalkulieren und das Einschlagsrisiko berechnen, ohne ihn vorher entdeckt zu haben. Inzwischen gibt es international koordinierte Aktivitäten, die Asteroiden erfassen, bis hin zu der Risikobewertung und möglichen Abwehrszenarien. Das Planetary Defense Office der ESA beispielsweise ist in Europa aktiv. Was wir alles nicht wissen, aber besser wissen sollten, sagt uns jetzt Rüdiger Jehn. Alles, was kleiner als 2 Meter im Durchmesser ist, können wir nicht länger vor einem Einschlag entdecken. Andererseits ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass Objekte, die größer als 50 Meter sind, tatsächlich mit der Erde kollidieren. Tunguska, more than 100 years ago, which we now commemorate in the Asteroid Day. It was something between 30, 40 meters. Der Tunguska-Asteroid hatte eine Größe von ungefähr 30 oder 40 Metern. Er verwüstete ein Gebiet von rund 2000 Quadratkilometern, aber sowas passiert durchschnittlich nur alle 300 Jahre, also sehr selten. But anything between the 2 meters and the 50 meters. Alles zwischen 2 und 50 Metern wollen wir jetzt bei der ESA entdecken. Aber selbst wenn ein Objekt auf Kollisionskurs entdeckt werden sollte, heißt das nicht, dass auch der genaue Einschlagort sofort berechenbar ist. Und was man aber bis dahin weiß, ist nur, dass der Asteroid irgendwo in einer Linie über die, so eine Ground Track sozusagen, über die Erde irgendwo da treffen würde. Wir wissen ziemlich genau in eine Richtung, wo das Objekt in seiner Umlaufbahn ist, aber nicht in der Richtung der Bewegung des Objekts sozusagen. Und natürlich, je mehr Daten man bekommt, desto kürzer wird dieser Track auf der Erde. Dann bekommt man vielleicht Radarbeobachtungen. Das heißt, mit Radar, man schickt ein Radiosignal hin und bekommt ein Echo. Und Radar ist eine sehr leistungsvolle Methode, die genaue Position, die genaue Umlaufbahn des Objekts festzustellen. Und mit Radardaten können wir viel genauer sagen, wo das Objekt auf die Erde einschlagen wird und wann. Sogar die Beschaffenheit des Asteroiden spielt also eine Rolle für die Zerstörung, die das Objekt auf der Erdoberfläche erzeugt. Ganz schwierig ist es, etwas über die Zusammensetzung zu erfahren. Ein Asteroid aus Eisen kann die gesamte Atmosphäre durchschlagen und hinterlässt dann einen großen Krater auf der Erde. Er verursacht dort natürlich sehr großen lokalen Schaden. It's more locally defined, but there you really have big impact. Asteroiden aus leichten Gesteinsmaterialien dagegen explodieren schon in der Atmosphäre in 20 oder 30 Kilometern Höhe. Das erzeugt eine Schockwelle, die dann Schäden in einem wesentlich größeren Gebiet verursachen kann. But it's not such a hard impact then anymore. Gerade die kleinen NEOs mit Durchmessern von unter 30 Metern sind heute kaum zu finden. Um sie zu sichten, entwickelt die ESA ein eigenes terrestrisches Teleskop, das in Sizilien stationiert, den Nachthimmel künftig regelmäßig auf Mini-Asteroiden überwachen wird. Erstmals soll damit ein globales Vorwarnsystem für kleine Asteroiden aufgebaut werden. ESAs wichtigste Aufgabe ist es, den Himmel zu beobachten und gegebenenfalls die Öffentlichkeit zu informieren. Dafür bauen wir ein Teleskop, das in Sizilien den ganzen Himmel alle 48 Stunden komplett durchmustern wird. Wenn sich ein Objekt von mehr als 10 oder 15 Metern nähert, können wir das also schon vorher entdecken.
Heute gibt es die sogenannten Deep Surveys. Damit lassen sich einzelne Asteroiden gezielt untersuchen. Sie beobachten aber immer nur einen winzigen Teil des Himmels. Wir denken, wir sind die Ersten, die jetzt einen Dienst anbieten, mit dem wir den gesamten Himmel nach Asteroiden absuchen. So können wir die Öffentlichkeit schon eine Woche vorher informieren und auch schützen. Die große Frage hinter der Jagd auf NEOS: Was nützt es uns zu wissen, dass eine Kollision bevorsteht? Könnten wir eine solche Katastrophe überhaupt verhindern? Die Idee, dass wir Asteroiden, die die Menschheit bedrohen, nicht nur rechtzeitig entdecken, sondern sogar abwehren können, ist keine Science Fiction mehr. Das können wir schon heute. Schon 2012 startete die Europäische Union das Projekt NEOSHIELD. Es befasste sich mit dem Krisenfall einer bevorstehenden großen Kollision. Darin hat nicht nur die ESA, sondern auch die russische Behörde Roskosmos mitgearbeitet. Alan Harris, Leiter dieses vom DLR international gemanagten Projektes, kam mit seinen Kollegen zum Schluss, dass es für diesen Notfall vor allem zwei Methoden einer möglichen Abwehr gibt. Wir haben detaillierte Vorschläge gemacht. Leider hatten wir nicht Geld genug, um eine tatsächliche Mission durchzuführen. Aber es ist jetzt so weit gekommen, dass zum Beispiel es gibt ein Projekt mit dem Namen DART von den Amerikanern. Und es hat das Ziel, tatsächlich ein Asteroid oder genauer gesagt der Mond, der kleine Mond eines Asteroiden, die Umlaufbahn des Objekts zu ändern. Das ist genau das, das wird ein sehr wichtiger Test sein von einer sehr vielversprechenden Methode mit dem Namen kinetischer Impactor oder Kinetic Impactor auf Englisch. Wir sehen das als wirklich Methode Nummer eins in Sachen Abwehr. Und das soll auf jeden Fall getestet werden. Unsere zweite bevorzugte Methode wäre der sogenannte Gravity Tractor. Das ist eine sehr sanfte und sehr genaue Methode. Der Nachteil davon ist, dass es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und die Sonde natürlich würde im Vergleich sehr wenig Masse haben. Es ist trotzdem möglich, mit den Triebwerken der Sonde den Asteroiden hinter sich zu schleppen. Also man verwendet die Schwerkraft quasi als ein Schleppseil. Und auf der Weise könnte man die Umlaufbahn eines Asteroiden ganz geringfügig ändern. Aber wenn man zeitlich weit voraus von einem vorhergesehenen Einschlag macht, das wäre viele Jahre im Voraus, dann kann man die Umlaufbahn so weit ändern, dass der Asteroid die Erde verfehlen würde. Und das ist theoretisch soll klappen. Auf Papier oder im Computer sieht es sehr gut aus. Aber wir haben bis jetzt natürlich keine Möglichkeit gehabt, sowas zu testen. Wir haben bis jetzt überhaupt keinen Test von irgendeiner Abwehrmission gemacht. Und das ist dringend notwendig, weil wenn wir in der Tat mit unseren Rücken zur Wand stehen, es kommt ein Objekt auf uns zu, es wäre nicht sehr klug, denke ich, eine Methode dann zum ersten Mal ausprobieren zu müssen. Welche Rolle aber, wollte ich wissen, hat das Militär bei diesen Szenarien? Die Abwehr von Asteroiden, das ist eine Sache, die Weltbevölkerung betrifft und eigentlich nicht so die Militär, obwohl die Militär könnte wahrscheinlich im ersten Fall mit der Technologie auch Hilfe leisten, auf jeden Fall. Es gibt noch einen Punkt hier. Und das ist die dritte Methode, die wir noch nicht erwähnt haben, ist die Möglichkeit, einen nuklearen Sprengsatz zu verwenden. Nach der Armageddon-Szenario von der Film. Wir reden nicht so gern darüber, weil es hat natürlich sehr, sehr ernsthafte politische Konsequenzen. Und es ist eigentlich im Augenblick quasi nicht möglich, mit solche Objekte, mit Kernwaffen oder nuklearen Sprengsätze im Weltall zu experimentieren. Und wie gesagt, wir würden sehr gern so eine Abwehrmethode vorher testen, bevor wir das im Ernstfall verwenden. Nukleare Sprengsätze möchten wir eigentlich nicht experimentieren, wenn wir das überhaupt vermeiden können. Und im Augenblick, die internationalen Weltraumgesetze sind so, dass wir das nicht machen dürfen. Die Amerikaner aber, es gibt amerikanische Gruppen,
die da ein bisschen das ein bisschen anders sehen. Und die haben schon auf Papier, also nicht, es gibt kein Hardware, aber es gibt Überlegungen in Amerika, mehr so als hier in Europa oder anderswo, denke ich, wie man ein Objekt mit einem nuklearen Sprengsatz ablenken könnte. Übrigens hat es in der zivilen Raumfahrtgeschichte der USA schon einmal ein Armageddon-Szenario gegeben. Ziel der Mission Deep Impact war der Komet Tempel 1. Ein 372 Kilogramm schweres Projektil aus Kupfer wurde zu ihm auf Kollisionskurs gebracht. Erstmals konnte die Wissenschaft einen Blick ins Innere eines Kometen werfen. Ob jedoch die Bahn des Objektes durch die Wucht des Aufpralls verändert wurde, blieb 2005 wegen fehlender Beobachtungsmethoden unerforscht. Beim Besuch des Kometen durch die Sonde Stardust im Jahr 2011 zeigte sich jedenfalls nicht einmal mehr der Krater, der durch den Einschlag geschlagen worden war. Jetzt also kommt DART. Testobjekt ist der Asteroid Didymos und dessen Mond. Er ist das eigentliche Ziel der Mission. Geht es nach den Planungen des Planetary Defense Office der ESA, soll 3 Jahre später die europäische Sonde Hera das Asteroidenpaar besuchen, um die Wirkung des Projektils vor Ort genauer vermessen zu können. Noch ist die fast 300 Millionen Euro teure Mission im ESA-Budget aber nicht festgelegt. Der Experte warnt: Also Priorität Nummer 1 für mich ist Testen durchzuführen von diesen Methoden mit tatsächlichen Raumsonden und tatsächlichen Asteroiden. Dass wir wissen, was wir nicht wissen, wo es wissenschaftlich vielleicht noch ein bisschen fehlt, ist unsere Kenntnisse von den Strukturen und Eigenschaften eines Asteroiden und wie ein Asteroid darauf reagieren würde, entweder durch den Einschlag eines kinetischen Impaktors oder die Explosion eines nuklearen Sprengsatzes in der Nähe oder auf der Oberfläche von so einem Objekt. Im Falle vom Gravity Tractor, wir müssen das Objekt nicht berühren. Ja, wir bleiben fern vom Objekt und deswegen sind die physikalischen Eigenschaften, das ist ein großer Vorteil vom Gravity Tractor, sind die physikalischen Eigenschaften des Asteroiden nicht so wichtig. Tim Spar ist allerdings überzeugt, dass es vor einer erfolgversprechenden Planung für eine Abwehrmission noch mehr Wissen über Asteroiden bräuchte, also auch eine Sonde, die spezifische Informationen über die Beschaffenheit des Asteroiden bringen müsste. In terms of characterizing them, we're learning things, but auch bei der Charakterisierung von Asteroiden lernen wir viel. Aber jedes Objekt hat spezifische physikalische Eigenschaften, die wichtig für die Abwehrmaßnahmen sind. Wenn es einen großen Asteroiden geben sollte, der die Erde hundertprozentig bedroht, dann müssten wir deshalb vor einer genaueren Abwehrplanung eine Sonde hinschicken, um ihn genau zu untersuchen. Würde sich allerdings ein größerer Asteroid auf Kollisionskurs mit der Erde befinden, braucht es nicht nur Wissen oder technische Lösungen. Zwei internationale Gruppen haben seit Jahren ein UN-Mandat, Abwehrszenarien auch auf weltweiter politischer Bühne abzustimmen. Das IAWN und die Space Mission Planning Advisory Group. Wenn es so ausgeht, dass eine Gefahr existiert und irgendwas da getan werden soll, dann geht die Information weiter an die Space Mission Planning Advisory Group. Und in der Theorie soll diese Gruppe dann Maßnahmen vorschlagen, die in die Hierarchie der UNO reingehen würden. Da müssen auch die Staatsoberhäupter darüber diskutieren und dann die Weltraumagenturen würden vermutlich irgendwas unternehmen. Das ist nicht sehr gut definiert im Augenblick. Wir sind wirklich immer noch am Anfang mit diesen Sachen. Aber die Same Page, Space Mission Planning Advisory Group, man nennt man das Same Page, hat auch Tasks, also Aufgaben, zum Beispiel in der Untersuchung von Abwehrmethoden. Noch ist das alles Theorie, denn keiner der bekannten größeren Asteroiden birgt nach heutigem Wissen ein Kollisionsrisiko.
vielleicht ist das auch der Grund, warum die Experten der SEMPEC in Sachen völkerrechtlicher und politischer Fragen bisher noch nicht wirklich weit gekommen sind. Ja, das Thema eine Abwehrmission, die fehlschlägt, ist ein sehr heikles Thema. Ein Albtraum-Szenario ist wie folgt. Eine Weltraumagentur, nehmen wir an, das ist eine Kombination, eine Zusammenarbeit zwischen NASA und ESA, nimmt die Arbeit an, ein Asteroid abzuwehren. Ein Asteroid, das zunächst vielleicht irgendwo in Nordamerika runterkommen würde. Man startet eine Mission und irgendwas geht schief. Und wenn diese Mission nicht richtig funktioniert, bewegt sich dann diese Ground Zero. Wir sind nicht so weit, dass wir so ein Szenario, dass wir Vereinbarungen haben, dass zum Beispiel ein Land sagt, okay, wir haben Vertrauen in die NASA und die ESA, dass unter allen Umständen, die würden versuchen, ihr Bestes zu tun, um uns zu schützen. Und wenn das fehlschlägt, dann hat niemand Schuld, wir akzeptieren das halt. Vereinbarung, dieses Verständnis unter den Ländern der Welt gibt es überhaupt nicht. Die Hauptprobleme, die wir noch haben, sind nicht Probleme technischer Art oder wissenschaftlicher Art, das sind politische Probleme. Wir haben so grobe Ideen, wie man, wo die nächste Phase hingeht in den Vereinten Nationen und so. Aber ich meine, wenn wir morgen mit so einem Problem gefährlichen Asteroid, der auf der Erde zukommt, wenn das morgen passieren würde, dann müssen wir schnell reagieren und Entscheidungen müssen sehr schnell getroffen werden. Und man sieht, es gibt viele Beispiele in der Welt im Augenblick, wo die Politik nicht sehr gut funktioniert. Und ich weiß es nicht. Ich würde von der technologischen und wissenschaftlichen Seite großes Vertrauen haben, dass es tatsächlich möglich ist, ein Asteroid abzuwehren. Aber die ganze politische und legale Konsequenzen kann ich eigentlich selber nicht durchblicken. Allerdings, zumindest im Schulterschluss von Amerikanern und Europäern, wird das international koordinierte Prozedere im Ernstfall schon praktisch geübt, in einer Art Space Game eines bevorstehenden Einschlags. Manche sehen deshalb trotz allem recht optimistisch in die Zukunft. I am just a perpetual optimist, but for vielleicht bin ich ein hoffnungsloser Optimist. Ich habe die UN erstmals 2013 besucht, wo über dieses Problem sehr ausführlich gesprochen wurde. Das wurde dort natürlich auch schon viel früher gemacht. Es gab damals heftige Debatten über Abwehrmissionen. Ich glaube aber, dass es hilft, wenn wir jetzt die genaue Grundlage dafür schaffen, was dafür zu machen ist. Alles ist in Bewegung. Und ja, natürlich brauchen Juristen immer etwas länger als Wissenschaftler, aber ich bin ziemlich sicher, wenn ein Asteroid die Erde gefährden würde, dann würden auch die Juristen ziemlich schnell zusammenkommen und herausfinden, was zu tun ist.